Meine Damen und Herren, Sie werden sich gefragt haben, warum hat dieses Podium eine ganze Stunde zur Verfügung? Es hatte auch nur 3/4 Stunden. Ich darf Ihnen jetzt eine kleine Überraschung ankündigen, nämlich einen Slam. Durch den Gewinn des Preacher Slam versus Poetry Slam 2015 in Bern hat der Theologe und Lehrer Andreas Kessler eine neue Spielwiese als Slam-Poet gefunden, ist seither an gut 20 Slams aufgetreten und hat dabei das eine oder andere Mal den Gewinner Whisky nach Hause nehmen dürfen. Wir sind also gespannt. Aus Ostermundigen, Andreas Kessler. Nein, es geht noch nicht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bleibe in der Mundart, aber ich habe vorher beim Umlaufen gemerkt, das sollte kein grösseres Problem sein. Das wird schon gehen. Obwohl, eben, als ich auch vor in diesem Gespräch habe zugelassen habe, muss ich noch ein bisschen vorwarnen. Das Niveau sinkt jetzt gerade ein bisschen. Aber frei nach dem Beaumont von der Heiselbrucker, wo mal gesagt hat, Slam Poetry sei so ein bisschen wie Paralympics von der Literatur. Ja, ich habe im Vorfeld von dieser Tagung ist mir so ein Sitzungsprotokoll, ein Dörs, zugespielt worden. Und ich habe versucht, den Gesprächsablauf von dieser Sitzung ein bisschen zu rekonstruieren. Der Text heisst «Furt ist furt». «Furt ist furt, das müsse man einfach wissen», hat der Hugo Dobler-Hans, der Kirchengemeindepräsident und Ressortleiter Infrastruktur und Bauten in die Runde geworfen. In diesem fünfköpfigen Denktank, der über das Schicksal von dieser Kirche soll debattieren, der bei den Leuten nur als Quartierbeton-Bätzilo bekannt ist. Ja, fort ist fort. Und darum haben wir in den letzten Jahren ja wirklich alles versucht, für die Kirche irgendwie zu halten. Aber wir wollten ja nichts davon wissen, das Dach mit Solarziegeln zu decken oder den Kirchenturm durch ein Windrad zu ersetzen. Und auch seine Idee von Zwischennutzungen, die er von Swiss Church, und das stimmt, in London habe ich mitgebracht, sind nicht auf Resonanz gestossen. Ja, die vermieten die Kirche zum Beispiel von Montag bis Samstag. An einer Modeshow, während der Fashion Week oder sogar an ein Bettwarengeschäft, wo du in dieser speziellen Umgebung Probe schlafen kannst, ja? Sodass es vielleicht ein Jahr später wieder die eine oder andere Taufe gibt. Aber eben, von wegen Taufe, das sei ja das grundlegendere Problem, oder? Dass es halt immer weniger Reformierte gäbe, weil wir ja Opfer vom eigenen Erfolg sind, weltweit. Wir sind reich, gut ausgebildet, tun selber denken und haben darum auch wenig bis keine Kinder. Wir sind eben auch nicht Migranten, die sind alle katholisch oder von einem anderen Glauben. Und gleich sind wir auf das Kaufangebot von letztem gar nicht eintreten, weil also gerade im Reformationsjahr die Kirche an die katholischen Albaner zu verscherbeln, fände ich dann schon eine ziemlich historische Niederlage, ganz abgesehen davon, dass es im Quartier am Sonntag einfach nicht genug Parkplätze hätte gehabt, vor allem die schwarzen und dunkelblauen BMWs. Und das Problem bleibt auch, wenn sie am Ansinnen von den muslimischen Albanern hätten entsprochen, aus der Kirche so ein Quartierbeton-Teppich-Bätzilo zu machen, interreligiöse Gastfreundschaft hin oder her. Obwohl das politisch und kulturhistorisch also noch interessant wäre gewesen, weil da hätte man sozusagen ein Minarett gehabt, ohne eins zu bauen, was ja verboten wäre, hat Denkmalpflegerin Frau Dr. Penelope Hebisen kurz spitzfindig eingeworfen. Schon gut, Frau Hebisen, Sie kommen ja auch noch zu Wort, aber es sei jetzt auf alle Fälle so, Vater Hugo Dobler weiter, dass er und der Kirchengemeinderat nicht mehr gegen alle Seiten kämpfen und er freue sich wirklich auf eine Zeit, wo man sich nicht mehr mit Geld sorgen und auch nicht mehr mit Lärm klagen wegen dem Kirchengeläut, dem Lachen von den Hochzeitsleuten oder der Scheins durch die Meditationsgruppen ausgelösten Vibrationen im Quartier müsse beschäftigen. Darum will ich der Kirchengemeinderat das Silo abbrechen und Luxuseigentumswohnungen im Baurecht herstellen. Ja, so dass man aus dem Ertrag die sozialen Aufgaben von Kirchen querfinanzieren kann. Aber gleich, fort ist fort. Das müssen wir einfach wissen.
Also Hans, hat daraufhin die Pfarrerin Linda Indermülli gemeint und dabei kurz ihre Blümle Seidenschal über die Schulter geworfen. Ja, fort ist fort, aber das müssen wir eben nicht mit so einer Verlusthaltung verbinden. Wenn sie denken, wie viel Energie die kalte Betonkille gerade in letzter Zeit gebraucht, ja regelrecht abzapft hat, du. Sie meinen fossile wie psychische, dann sind so einem Abbruch die Chance für einen eigentlichen Aufbruch. Ja, theologisch gesagt, die Krise als Möglichkeit vom Kairos. Es entsteht so ein neuer Raum für eine Kirche, wo mit du bei den Leuten sei. Ja, Menschen statt Mauern. Das mache ich eine Kirche aus. Ihr schwebe so eine Art Pop-up-Kirche vor, wo man für das Areal alle 5 Jahre einen Wettbewerb lanciere und durchaus eine endliche, aber Zeichen von der Zeit reflektierende Installation von Jungarchitektinnen aus recycelbaren Materialien aufstellen. So zum Beispiel jetzt eine Form von Flüchtlingscamp, in dem zusammen gefeiert, tauft und gelehrt werden. Das wäre ein starkes Signal für eine weltweit solidarische, global denkende und lokal handelnde Kirche. Aber sicher keine Eigentumswohnungen, Hans. Entschuldigung, immer mit der Ruhe. Von wegen Furt ist Furt, hat sich der Deutsch gemeldet. Er, der als sogenanntes Exterior Brain von der Firma CCMM, also von Concepta Church Mutatis Mutandis, der kennt ihr, ist zugezogen worden und er schnurrt ziemlich schnell weiter. Also sie scheinen alle zu wenig informiert zu sein, was so möglich ist mit Kirchengebäuden. Die Schweiz scheint mir, entschuldigen Sie, ein bisschen mutlos und innovationsängstlich. In anderen Ländern sind Kirchen schon lange Bibliotheken, Museen, Banken, Restaurants, Jugendherbergen, Indoor-Kinderspielplätze, Tourismusbüros, hippe Clubs, Reitställe und so weiter. Aber, das gebe ich zu, all dies käme wegen der besonderen Quartierlage und dem entsprechenden Ambiente für Ihre Location hier nicht in Frage. Jedoch haben wir im Team eine wirklich tolle Idee entwickelt, die genau den Sinusmilieus des Quartiers und auch der umliegenden Quartiere entspricht. Wir nutzen die Kirche neu als durch die Kirche verantwortete Wellnessanlage. Als ein Spa unter dem Titel Daily Resurrection, wo die jahrhundertelange Feindschaft, welche das Christentum zwischen Geist und Körper gestiftet hat, quasi begraben wird und in Grotten mit Salz aus dem Toten Meer, in einem Jordan genannten Frischebecken und bei Königssalbungsmassagen mit Seelsorgegesprächs Möglichkeit, wahlweise David, Saba oder Batseba genannt, ganz neue körperlich-spirituelle Erfahrungen ermöglicht werden, entsprechende Weiterbildung des Kirchenpersonals natürlich vorausgesetzt. Aber das wäre ein wirklicher Kracher und eben nicht Furt ist Furt. Alle schauen sich ein bisschen gehäuselt an. Das haben sie jetzt nicht gehört. Das sei, Entschuldigung, die Wortwahl, aber einfach Kuckus. Also Unsinn, meint Frau Dr. Penelope Hebise auf Art weiter. Es sei schon ein bisschen irritierend bis kontraintuitiv, dass sie hier als dezidiert säkulare den Kirchenleuten und den Theologinnen müssen zumindest dreifach sagen. Erstens und prinzipiell, dass eine solche Kirche als solche die Bedeutung von der abendländisch-christlichen Kultur in ihrer Longue Durée quasi materialisiere und durch ihre je spezifische Lage und eine räumlich-soziale Funktion als nicht kommerzielle Begegnungsort erfülle. Zweitens, spezifisch, dass gerade die hier zu verhandelnde Kirche durch ihre leicht erhöhte Lage und dem grosszügigen Vorplatz, der dann wie sternförmig in die verschiedenen Quartierstrassen führt, Teil von einem städteplanerischen Ensemble ist, das in seiner nahezu unveränderten Form wirklich ein Bischof von der Quartierplanung im Zeitraum 1948 bis 1950 im Raum westliche Deutschschweiz darstelle. Hier die Kirche umzunutzen oder gar abzubrechen, das wäre ein eigentliches Kulturverbrechen. Drittens und last but not least, dass die Kirche selber durch neueste Untersuchungen architekturgeschichtlich nochmal ganz neu muss beurteilt werden, sei doch hier ein wirklich revolutionäres Verfahren vor Betonstaubauweise ausprobiert worden, wo für die Zeit, hört doch auf, Vater Fünfte im Bund, der junge Vikar, der sich allen nur als Johnny vorgestellt hat, der Frau Doktor ins Wort. Ja, was dir erzählt, ist Gugus. Habt ihr den noch nicht gecheckt?
triggert. La partita è finita, hat schon der Pasolini in den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert gesagt. Die Form von metaphysischem Shootmatch von Christentum ist vorbei. So schön oder grusig sie uns war, das ist eine Frage von Perspektive. Nein, wir brauchen keine teuren, leeren Räume. Es gibt eh keine heiligen Orte, die irgendwie speziellere Transzendenzleitungen haben, indem wir heilige Spiele spielen, weil Gottesdienst ist eigentlich schon seit dem Jesus das Leben mit den Leuten draussen auf der Gasse und in den Beinen. Wir müssen unsere Zeit auch nicht mit Sitzungen und so Tagungen verbröseln. Schaut doch den Tatsachen ins Auge. Das traditionelle Gott-Telefon-Christentum ist Geschichte und darum gibt es für mich nur eins: Bauenberg. Ja, fort mit den Kirchen, die man nicht mehr braucht. Und dann kann man die schöneren von denen im Sinn von Randregionenförderung in einem abwanderungsgefährdeten Tessiner Seitental wieder aufstellen und so ein Cento Chiese Valle machen, wo er vom romanischen Kirchen bis zum Beton-Bezzilo erwandern kann und dabei von Schauspielern inszenierte epochentypische Gottesdienste reinziehen kann. Ja, so Living History-mässig, wem das gefällt. Aber, und hier hätten wir anstatt der Kirchen einfach eine grosse Brache, ja, eine eigentliche Aument, die der Kirche den Leuten zur Verfügung stellt und mit ihnen zusammen schaut, was so entsteht. Voilà! Und dann ist es aufgrund von meinem Protokoll offensichtlich ein bisschen unübersichtlich geworden. Man hat nur noch einzelne Wörter rausgehört. Unsinn, Eigentumswohnung, Wellness-Tempel, Barbarei, Aument, Pop-up und so weiter. Nummer eins muss man einfach wissen. Ich glaube, da hat der Hugentobler schon recht. Fort ist fort. Merci vielmals.